Guten Tag. Wir sind gerade mit dem Zug nach Salzburg gefahren. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren nach Süden über die Berg. Und wir, das ist mein Bruder und ich. Mein Bruder kennt ihr schon aus ein paar Filmchen, die wir zusammen gedreht haben. Über Alpenüberquerungen. Wir fahren und nehmen euch mit nach Venedig, wenn wir da ankommen. Und zwar machen wir das nicht heute und auch nicht morgen. Wahrscheinlich auch nicht übermorgen. Aber am vierten Tag sollten wir dann doch da sein. Das ist eine 550 Kilometer Strecke aus dem Traumtouren Transalp Buch vom Stankio Uli. Und die Strecke wollte ich immer schon mal fahren. Ist keine allzu technisch schwierige Strecke, wo nur Mountainbike-Freaks drüber kommen. Das sind wir nämlich beide nicht, wir haben kaum Fahrtechnik, dafür aber ein bisschen Leidensfähigkeit. Die Tour ist beschrieben, dass auch einer mit einem Tourenrad viel Ausdauer und Leidensfähigkeit das schaffen könnte. Und da haben wir uns gedacht, komm, das probieren wir aus. Es ist nicht alles Schotter, es ist nicht alles Teer. Es geht über einen Großglockner drüber und dann nochmal ein Törl, wie hieß das Törl, weiß ich nicht mehr, da geht es auch drüber, also über 2000 Höhenmeter. Einiges geboten und wir freuen uns jetzt einfach auf wunderschöne 4 Tage, die wir auf dem Rad verbringen, wo es hoffentlich immer wärmer wird. Und der Dario ist mit meinem alten Radl unterwegs, was ich ihm vermacht habe. Das erste Mal mit Aerobars. Müssen wir alles schauen, ob das so klappt, auch vom Nacken her. Und ja, jetzt gibt es gerade gar nichts mehr zum Schnabbeln. Wir sind um 8.40 Uhr in Salzburg angekommen und dann einmal kurz durch und gleich los. Wir wollen in die Berg. Genau. Dann so, mach mich dort. Wir sind jetzt ein kurzes Stück auf der Deutschen Alpenstraße unterwegs. Wir sind von Salzburg wieder rein nach Deutschland, nach Bad Reichenhall ins Berchtesgadener Land und fahren jetzt hier noch ein Stückchen hier entlang. Es zieht ein bisschen zu. Es ist jetzt auch nicht so super unglaublich warm, aber es ist gerade richtig angenehm. Und ja, es ist Samstag, also ist natürlich auch Urlaubsverkehr, gerade auf der Straße. Aber mei, da müssen wir jetzt durch. Der könnte folgen. Die Sonne, dann die dunklen Wolken, die Berge, das dunkle Grün, das helle Grün. Jetzt ist es echt ganz düster geworden. Aber wir haben ja noch keine Regenjacken an, natürlich. Reile. Keine Regenjacken an. Wo ist eigentlich der Dario? Ah, da ist er. Da vorne ist ein Café. Vielleicht gibt es da einen gescheiten Dickmacher. Hört ihr es übrigens? Beim Bergabfahren kein Gequietsche mehr, kein Geschleife, kein nix. Ich habe meine Bremsbeläge gewechselt. Das habe ich sogar selber gemacht. Ich bin ein Genie.
So, nach dem Hirschbichel sind wir jetzt wieder in Österreich. Und jetzt bleiben wir da auch. Dieser Hirschbichel. Ist denn der verrückt gewesen, der diese Straße da gebaut hat? Also sowas habe ich nur selten erleiden müssen. Das war bestialisch. Bestialisch. Sowas Steiles. Wir mussten schieben. Zum Teil. Wir haben recht wenig geschoben, aber. Boah. Ui. Das schaut ja schön aus da. Ui. Ja, da kann man gleich mit 90 Grad hochfahren. Was ist denn das für eine Gisse hier? Okay, hier scheint es noch zu gehen. Oh, ich bin gespannt. Ah, im Wohnzimmer, auf dem Lenker. Jetzt geht es 15% runter. Das ist ja easy. Machen wir auch wieder auf den Aerobars. Und jetzt habe ich deinen Hunger auf einen Dickmacher. Jetzt geht's hier auf den Römersattel. Gut anstrengend. Schöne Strecke. War jetzt auch ein bisschen was los da unten. Da ist irgendeine Casa, Klamm, Alm oder keine Ahnung. Da war recht viel los. Aber ja, wir sind ja weiter. Läuft. Das Gemeine war nur, bei dieser Kaserklamm, vor allem, da hat es noch Kaiserschmarrn. Doch mal. Kaiserschmarrn. Wir haben, in meinem letzten Video hatte ich ja kein Bargeld dabei. Deshalb habe ich, das habe ich natürlich dieses Mal gedacht. Und jetzt sind wir da in, hinter irgendwas. Zu so einem Supermarkt gekommen und wollten einkaufen. Und es war 13 Uhr noch was. Naja, er hatte nur bis 12 Uhr offen. Aber daneben war ein Automat mit anständigen Preisen. 1,30 für eine Tafel Schokolade und 1,50 irgendwie für ein Getränk. Haben wir jetzt jeder eine Tafel Schokolade gefressen und noch ein Backel Gummibärli auf Reserve und einen Almdudler gab's. Habe ich aus Versehen genommen, ich wollte eine Cola. So, in Anführungsstrichen gestärkt, sind wir jetzt hier unterwegs. Passt alles? Schön. Mir macht richtig Spaß mit dem Radl. Das freut mich. Die Schönheit dieses Weges. Wahnsinn. Das war jetzt so wunderschön, nach Hochfilzen runter über den Römersattel, da hinten und da kommen wir her, da die kahlen Berge, Wahnsinn, ein unfassbar schöner Weg, zwar betoniert, aber unglaublich toll, da ist ein Truppenübungsplatz und deshalb halt wenig los, da sind keine Autos erlaubt und so ein Zeug, dann läuft das. Jetzt da hinten liegt dann irgendwo Saalbach und hier auf dem gerade ein ziemlich flaches Stück habe ich angehalten. Nicht ohne. Ich muss mal schauen, ob ich noch kleinere Gänge bekomme. Vielleicht gibt es ja noch
Ich habe hinten 34er Ritzel drauf. Nein, da müsste es bestimmt noch was Besseres geben. Habe ehrlich gesagt noch nie geschaut. Aber ich bin halt irgendwie nicht mehr so fit. Gefühlt. Und somit brauche ich kleinere Gänge. Passt, oder? Ja, ja, sagt er, die Sau. Es ist übrigens 16.09 Uhr und nein, wir schaffen es nicht über den Großglockner. Wir schaffen es nicht mal zum Großglockner, wahrscheinlich. Ja. Aber ich muss auch sagen, spät angefangen halt, mit 8.40 Uhr erst. Es ist schon spät für so eine Tour, deshalb ist das auch alles in Ordnung. Oh ja, das ist schön. Ah, meine Beine. Wir fahren jetzt hier gerade runter von dem Saalbachhaus, haben einen Dickmacher gegessen und war wunderbar. Und der Dickmacher wird gerade verdaut, während wir hier runterfahren. Wenn wir unten sind, dann müssten wir eigentlich gleich aus Klingertörl wieder hoch und da dann nach einer Unterkunft suchen. Ich habe jetzt mal geschaut auf Booking.com und so. Ja, da gibt es schon ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Also haben wir uns jetzt entschieden. Wir fahren jetzt vorn. Unten dann nicht nach rechts und dann zum Klingertörl, sondern wir fahren nach links. Und zwar direkt nach Zell am See und da haben wir Unterkunft. Die suchen wir uns dann da, da gibt es genug. Und dann sind wir morgen direkt am Großglockner und schauen, dass wir so schnell wie möglich in der Früh loskommen, dass wir so schnell wie möglich da oben sind. Die Abfahrt runter nach Zell am See durch das Glemmtal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sau schön, sau gut, weil halt einfach auch eine Abfahrt. Und der Dario probiert die Aerobars aus, weil es ein schöner breiter Radweg ist. Ist doch hervorragend. Sitzt da auch richtig drauf. Schauen wir mal. Ich glaube schon. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar machen wir das. Resümee vom Tag 1. War heftig. Viele Höhenmeter, zum Teil schieben, abartige Steigungen beim Hochfahren genauso wie beim Runterfahren. Ja, ein, zwei Abkürzungen sind wir gefahren zu der eigentlich geplanten Route und da sind wir auch sehr froh drum. Deshalb sind wir jetzt in Zell am See, was so eigentlich gar nicht so geplant war. Und morgen geht es gleich auf den Großglockner auf. Gutes Nächtle. Guten Morgen an Tag 2 unserer Tour. Es ist 5.37 Uhr. Wir sind pünktlich um 5.03 Uhr aufgestanden. Die 3 Minuten habe ich eingefordert.
und um 37 ist dann losgekommen. Jetzt holen wir uns noch einen Bäcker oder eine Tankstelle vielmehr am Sonntag, weil sonst nichts offen haben in der Früh. Ja, und dann geht's hoch auf diesen Berg. So langsam nähern wir uns der Mautstation Verleiten. Wir sind jetzt auf 1100 Höhenmetern. Zell am See liegt auf, wir haben jetzt mal geschätzt, 700. Wir wissen es nicht genau. Es ist 7 Uhr und ja, wir kommen ganz gut voran. Ich persönlich habe mich jetzt ein bisschen eingependelt auf so eine 120er Puls und da komme ich gut klar. Der Dario, was der hat, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 40. Oder so. Ja, es sind schon einige Radler an uns vorbei, nicht allzu viele, aber die, die an uns vorbei sind, die waren vollgepackt mit besten Rahmentaschen und im Bikepacking-Stil und hatten geile Radeln. Also schon schön, wie sich das so verbreitet. Vielleicht habe ich ja auch so einen kleinen Anteil daran. Zumindest lese ich ja das manchmal in euren Kommentaren. Euch das einfach Spaß macht, da mir zu folgen. Und der ein oder andere hat sich dann mit Sicherheit schon ausgestattet und macht dann jetzt solche lustigen Touren. Freut mich natürlich. Gut. Ist dann endgültig soweit, ich geht hoch. Servus. Über normal. Immer höher und immer höher. Jetzt sind wir schon auf 1691. Wir haben also noch nach Adam Riese 24 minus 169. Also haben wir noch 700 Meter. Ich bin übrigens ein super guter Mathe-Mensch, nur beim Radfahren. Da brauche ich Energie für was anderes. Nicht fürs Hirn, deshalb rede ich auch manchmal so einen Unsinn. Die ersten schönen Kehren, die man hier so sieht. Gerade sind ein paar Teilnehmer im schönen Rennen an uns vorbeigefahren. Das Three Peaks Race oder Three Peaks Mountain Race, weiß nicht genau, wie es heißt. Tatsächlich hatte ich mir das auch mal durchgelesen. Geht von Wien nach Nizza.
Ja. Gestern um 4 Uhr sind sie gestartet. Genau nach meinem Geschmack. Das ist schon geil, solche Bauten hier in dieser Natur. Und noch ist sehr, sehr wenig autolos, verkehrlos. Sehr, sehr wenig. Die Radler sind, möchte ich fast sagen, in der Mehrheit hier. Ja. Endgültig ja. Da oben müssen wir hin. Zu dem Halter da. Hier ist noch mal ein paar Kehren. Und dann passt's. Dann sind wir oben. Geht's 200 Höhenmeter runter. 300 wieder hoch. Zum Hochtor. Und dann steigen wir ab. Nach Heiligblut. Wir sind ganz oben, fahren jetzt 200 Höhenmeter runter und dann geht es nochmal 300 hoch. Ja, da ist der Großglockner, also das müsste dann sein, nehme ich jetzt mal an. Ach. Mein Gott, diese Aussicht. So, unfasslich. Schaut euch das an. Da rechts zu der Hütte, da müssen wir jetzt. Da trinken wir was und essen was. Und dann geht es die Straße weiter bis zu diesem Tunnel, den man da sieht. Jetzt sind wir kurz vor dem letzten Tunnel. Es fängt leicht an zu regnen. Regen. Und wenn wir da runterschauen, von da kam man ja irgendwo her. Da regnet es da hinten.
Und wir sind aber gut eingepackt. Alles gut, kein Problem. Nicht mehr kalt, weil wir ja wieder steigen. Da wird es einem eh immer warm. Und ja, Großglockner, dann runter, so gut es geht über Schotterwege, da gibt es auch ein paar. Und dann, Entschuldigung, das war der Kaiserschwan. Und dann nach Lienz und mir auch bereits bekannt, bin ich zum Teil schon gefahren, einmal im Winter zum Beispiel, ist von Lienz nach Innichen und dann nach links nach Richtung Sechsten durch die Dolomiten durch Feldherrstraße. Servus. Hallo. Uns sind auch einige Höhenmeter, aber nur 1300. Das ist halt ein bisschen, wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich so ein bisschen unabhängiger von Unterkünften und allem. Weil da fahre ich einfach die Nacht durch oder schlafe irgendwo, flack mich irgendwo hin. Das kann ich halt jetzt so nicht machen. Will ich auch gar nicht, weil wir tatsächlich nicht nur ankommen wollen, sondern auch das genießen wollen hier. Super. Alles gut? Schön. Ah. Da oben sind wir. Jetzt kommt so eine perverse Aussicht. Ah! So eine perverse Aussicht jetzt. Okay, vielleicht auch nicht. Boah. Und links rüber. Ah. Bist du damisch, oder? Oh, ist das geil. Boah. Mein Gott. Jetzt habe ich gerade die GoPro oben vergessen, jetzt muss die nochmal hoch. Von da unten. Jetzt habe ich einen Puls, der leckt mich am Arsch. Oh. Mein Gott. Madonna. Madonna Madre! Da radelt er und ich musste ja gerade wieder komplett da hoch. Hier habe ich nämlich bemerkt, dass meine GoPro fehlt. Sie stand noch oben. Ja. Gottes Willen. Das gefällt mir, Dario, der fährt sehr vorsichtig, übertreibt nicht und hat trotzdem seinen Spaß. Genauso soll es sein.
Sauseschritt geht zum Heiligen Blut. Durch eine liebliche Landschaft über den Radweg, der dort existiert, Richtung Lienz. Mein Gott, ist das schon wieder geil. Die Dolomiten, Mann! Ein solcher Ausblick macht einen doch so richtig glücklich. Von da kommen wir. Von da bin ich das letzte Mal hergekommen. Im Winter von Bad Gastein bin ich dann rüber. Und dann hier hoch. Und nach vorne hier geht's nach Lienz. Da fahren wir auf. Ist auch nicht so weit. Also weit ist nicht mehr, dann sind wir in Italien. Jetzt regnet es hier schon wieder. Ein bisschen blöd. Aber ist mir doch wurscht. Burg, geil, immer geil. Ein kleiner, schöner Sommerregen. Ein Zug. Guten Tag. Keiner drin. Sonntags keiner im Zug. Was ist da los? Corona ist los. Ich hoffe, dass wir ein Zugticket bekommen von Venedig nach München am Mittwoch. Links. Achtung, nasses Holz. Da sind wir in Italien. Yeah, yeah, yeah. Süde Tirol. Südtirol.
So, wir sind jetzt in Südtirol und haben gerade besprochen, wie wir weiterverfahren. Wir sind nach Innichen reingefahren, haben Eis gegessen und das eben jetzt besprochen. Wir haben jetzt eine Unterkunft gesucht, weil es ist ja dann doch schon bald 18 Uhr. Und die haben wir jetzt auch gefunden. Dann müssten wir jetzt halt noch den Kreuzbergpass hoch. Boah, schau mal die Dolomiten. Die 13 sind das übrigens. Den Kreuzbergpass hoch. Das sind so 500 Höhenmeter. In Dosolo, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist dann schon in Venetien. Da haben wir ein Zimmer. Können wir bis 21.30 Uhr auch einchecken. Somit müsste das passen. Aber ein bisschen pressiert und es ist ein bisschen schade, dass ich diesmal nur so wenig Zeit habe für die Tour mit dem Dario. Ärgert mich ein bisschen. Ein Tag mehr, alles easy. Weil dass wir am Dienstag schön ankommen, da sind wir uns gewiss. Ich bin verwirrt vor lauter Schönheit. Wir sind in Sechsten. Sind das vielleicht erst diese 13? Die sind doch da hinten gewesen. Bin mir sicher. Ich bin mir aber nicht sicher. Wisst ihr, wie das ist? Keine Ahnung von nix. Spinz. Also das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Jetzt wird es ja mal hier spinst. Also das ist ja schon sehr geil gewesen da hinten. Und jetzt hat dieser Kreuzbergpass, der Monte Croce Como Loco oder so, belohnt uns jetzt mit dieser Abfahrt. Auf diese Dolomiten zu!
Also ich würde sagen, Kreisleck ist was anderes. Guten Morgen von Tag 3. Wir sind wieder um 5.40 Uhr gestartet und jetzt fahren wir runter den letzten Teil von diesem Kreuzbergpass. Mein Gott! Und dann, wir waren in Dorsolo, da haben wir übernachtet in einem super, in einer super Albergo mit richtig lecker Essen. Und wenn wir unten sind, dann fahren wir nach Campolongo und dann geht es da nochmal ein Pässchen hoch, einen kleinen, feinen. Genau, so ist der Plan. Tag 3, schon mal kurz zusammengefasst. Heute wird ein schöner Tag.
Also dieser Pass ist schon mal sehr, sehr schön. Wenn man sich hier mal umschaut, schaue ich das mal an. Das ist doch... Das ist doch pervers. Und jetzt... Am Anfang sehr steil. Dann die Serpentinen. Und ja, jetzt hat ein gemütlicher, grob geschotterter Weg. Schnell sind wir nicht, müssen wir aber auch nicht. Vorne kommt dann wieder so eine Strada Provinciale. Und die ist geteert. Und dann kommen wir wieder runter. Ja. Kann es noch schöner sein eigentlich? Vermutlich, ja. Saugen es mir auf. Also ich weiß jetzt langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Eine solche Schönheit. Habe ich vielleicht hier hinten nochmal gesehen. Und mit jeder Kehre öffnet sich wieder ein neuer Blick. Ich wollte ja von der Abfahrt keinen Film mehr machen. Aber was ist das? Es ist so geil! Es ist ein richtiger Genuss hier. Und kaum Verkehr. Es ist, weiß nicht, 10 Uhr oder so und es ist kaum Verkehr. Es ist ein Träumchen.
bester Radweg hier. Kein Auto, nichts. Wir fahren jetzt hier seit einigen Kilometern auf dem München-Venedig-Radweg. Dass der hier entlang führt, wusste ich gar nicht. Top, top, top. Die alte Straße umfunktioniert. Kein bzw. kaum ein Auto, zum Teil Autos verboten. Richtig geil. Momentan ziemlich abartiger Gegenwind mit Böen. Wir vermuten jetzt mal einen thermischen Wind, dass die Sonne gerade die Bergflanken so richtig anbrutzelt und dann da die Luft hochgeht und deshalb angesaugt wird aus der Poebene. Das sollte sich dann aber auch irgendwann legen. Wir brauchen jetzt was dann zum Schnabulieren. Am nächsten Supermarkt machen wir Halt, kaufen ein bisschen was. Aber heute müssen wir schon ein bisschen powern. Wir fahren jetzt Richtung Belluno und ja, wir folgen so gut es geht diesem wunderbaren Radweg. Ciao. Lululululu. Jetzt sind wir kurz vor Belluno. Sind uns nicht so ganz einig, wie wir es jetzt machen sollen. Mein Navi bietet mir eine Strecke an, autogeneriert, 95 Kilometer bis nach Mestre bei Venedig. Geschaut, führt nur über Staatsstraße, diese SS51 und so. Nicht so geil. Mit dem Renner und alleine würde ich es vielleicht machen. Dann gibt es diesen München-Venedig-Radweg, der sagt 140 Kilometer. Jetzt hat 40 Kilometer mehr. Das heißt, 2 Stunden mehr. Das wird es uns aber wohl wert sein, weil wie schön ist es hier eigentlich. Hier ist es wirklich ein Genuss zu radeln. Diese 40 Kilometer mehr, die werden sich wahrscheinlich rentieren. Ich hoffe mal, dass die auch schön angelegt sind durch oder an schönen Städtchen vorbei, die es ja hier überall gibt. Und vielleicht auch mal an dem einen oder anderen Feigenbaum, der schon reife Feigen hat. Das wäre mir irgendwie auch ganz recht. Und ja, vermutlich gibt es auch mal einen Zwetschgenbaum. Zwetschgen habe ich zum Dickwerden gern. Feigen auch. Alles eigentlich. Alles an Früchten. Wir verlassen schön langsam die Berge. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Wir haben uns einige Male verfahren. Ich habe meine Gangschaltung richten müssen. Alles in allem hat uns das jetzt sicherlich 2 Stunden, 2,5 Stunden gekostet für die letzten, ja, 30 Kilometer Luftlinie. Aber wir haben auch was gegessen. Also Supermarktessen. Ein paar Riegel reingeschmissen, ein paar Brioches. Haben wir auch noch dabei, 2. Ein bisschen was getrunken. Und haben somit eigentlich jetzt ganz gut Kraft für die nächsten Kilometer.
Und vermutlich geht dieser München-Venedig-Radweg hier links am See entlang, weil hier ist kein Radweg. Aber wir haben ihn irgendwann verloren. Auf die Schilder kann man sich halt leider nicht immer so verlassen. Fehlt eins, schon suchst du das Ende der Berlengötter. Heftige Bauwerke hier. Ist das wunderschön hier? Spinnst du? Ja, lecco mio. Piazza Minuccio. So, meine Lieben, es schaut aus, als hätten wir die Berge verlassen. Schauen wir kurz nach hinten. Das ist der Blick nach hinten. Da sind die Gisten. Dieser Venedig-Radweg, München-Venedig. Schaut jetzt hier aus, als könnte man richtig Speed machen da drauf. Kann man definitiv nicht. Führt durch winzig kleine Dörfer durch. Jetzt gerade eben wahrscheinlich von einem Dorf zum nächsten ein bisschen mehr Freiraum. Und aber der Dario hat gerade eben schon gesagt, da müssen wir uns nicht grämen, dass wir es heute wahrscheinlich nicht schaffen nach Venedig, oder ziemlich sicher nicht schaffen, weil wir diesen schönen Radweg fahren, weil wir hier so viele tolle Eindrücke sammeln können auf diesem Radweg von diesem wunderbaren Land. Das ist ja im Endeffekt auch das, was wir in Venedig wollen, nämlich durchmarschieren und diese Gebäude genießen und so weiter. Das machen wir alles hier auch gerade. Somit ist es voll in Ordnung, dass wir gerade nicht die Stadtstraße benutzen, wo wir womöglich in 2 Stunden schon da wären. Ja, so haben wir bestimmt noch 80, 90 Kilometer und die werden wir so nicht schaffen. Macht aber wie gesagt nichts. Also egal wie viele Kilometer das heute noch sind, in mir reift so ein bisschen der Gedanke, dass wir vielleicht doch heute noch nach Venedig kommen. Ich werde es nicht vorschlagen, aber mal schauen, ob der Dario irgendwann auch sowas selber eigenständig irgendwie auf diese Idee kommt. Was hier alles wächst. Maulbeeren, Wein, Kirschen, Maulbeeren, links weiß ich nicht, Walnüsse, Maulbeeren. Nach links, ja. Wieso nach links? Feigen.
Also ich kenne eigentlich nur die Pflanzen, die entweder gepackt mit guten Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling. Schön Strudel, Oreos, Tux, alles in einer Tüte, schön in den Food-Pouches und ready to fress. Die letzten Kilometer, dann sind wir in Mestre. Oder so. Nee, doch nicht. Schmarrn. Wie? Die letzten Kilometer. Die letzten Kilometer und dann sind wir in Treviso. Treviso heißt es, gell? Und Treviso, dann sind es nochmal wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, vielleicht nochmal 50 bis nach, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war jetzt einfach nur eine Schätzung. Aber der Sonnenuntergang, der kommt dann irgendwann in einer bestimmt ganz besonderen Farbe. Super rot. Super rot. Wenn man sich vorstellt, wo wir schon her sind heute, dass es auch noch geregnet hatte. Ne, war es heute? Hat es heute geregnet? Hat es heute geregnet? Ne, es war nur bestes Wetter. Gestern Nacht hat es geregnet, genau. Ja. Okay, eigentlich haben wir nur Sonnenschein. Wir sind in Treviso angekommen, mal abgesehen von ein paar geschmacklosen Touristen, wie diese hier, eigentlich total ruhig und schön. Es sind gar keine Touristen gewesen, nur ein Italiener. Wir haben uns jetzt in Treviso entschieden, dass wir keine Lust mehr haben, 40 Kilometer zu radeln bis Venedig oder Mestre, sondern nur 20. Es ist nicht mehr so viel Verkehr, weshalb wir uns für die Staatsstraße 13 entschieden haben. Schauen wir mal, wie das heute der Verkehr ist und ob es einen Radweg gibt. Wahrscheinlich nicht. Und wenn es uns nicht taugt, schlagen wir uns irgendwo auf Parallelstraßen und Kleingöll. Ja. 20 Kilometer noch, dann haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Und wir sind jetzt schon 200 Kilometer unterwegs. Unfassbar, was der Typ da vorne leistet. Ich kann es kaum glauben. 16 Jahre alt und macht solche Dinge, wo bei mir halt ich immer sagen kann, ja gut, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung, was sowas angeht. Ich bin jetzt auch kein Megasportler, aber habe Erfahrung. Er ist halt eher der Megasportler, hat aber keine Erfahrung. Kaum. Hammer. Hammer. Ja, so sieht sie aus. Aber muss man schauen, wie die überholen. Alle total anständig. Mit schönem Abstand. Wunderbar. Also, wir hatten vielleicht auf der gesamten Fahrt und wir sind natürlich schon manchmal auf Straßen gefahren. Mit viel Verkehr hatten wir kaum Probleme. Mit irgendwelchen Leuten, die falsch überholen oder an unübersichtlichen Stellen überholen. Ja, optimal. Bin super happy. So toll, so schön.
Und was das super toll ist, dass wir morgen den Tag haben, um uns auch Venedig anzuschauen, weil das wäre jetzt, wenn wir morgen Abend erst angekommen wären, wäre schon alles ein bisschen knapp geworden. Hätten wir nur übermorgen früh Zeit gehabt. Aber da habe ich euch ja schon voll gesülzt über diese Problematik mit dem Zug und so. Schauen wir da nochmal, was meist hält, Wilber? Ja. Ja. Übrigens, bisher habe ich kein Hupen gehört. Es war nur zweimal und das war aus weiter Entfernung als Ankündigung, dass er überholen will und wir sind zu zweit nebeneinander gefahren. Eine ganz normale Warnung. Ansonsten kein Aggressionshupen. Wahnsinn. Das lässt einen gleich total stressfrei sein irgendwie. Okay, jetzt zieht er irgendwie an. Ist der wahnsinnig. Jetzt hätte er einfach mal 35. Bei Kilometer 200 mit dem Mountainbike, das kann man schon mal machen. 37. Okay, jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Die letzten Kilometer. Fahr dann noch mal mit. Oh ja, 30. Jetzt fühlt man sich, als würde die Straße einem selber gehören, gell? Wir sind ganz allein. Niemand da. Oh. Ach, so geil. Wir sind bereits in Mestre.
sind in Venedig angekommen und haben uns als erstes mal so ein Tagesticket geholt für den öffentlichen Nahverkehr dort, also diese Wasserbusse, die da umeinander kutschieren und auch viele Touristen transportieren, aber es war einfach nichts los. Ihr seht selber, hier ist gerade der Markusplatz, da sind wir jetzt relativ früh hin, um 10 Uhr vormittags oder 11 Uhr waren wir da, nachdem wir ein Ticket gebucht haben für den Zug nach München zurück am nächsten Tag. Und ihr seht jetzt selber hier der Markusplatz, das ist einfach tote Hose, genauso wie es halt einfach schön ist, finde ich. Es war einfach nichts los und wir hatten unsere Ruhe. Und ja, so wenig Leute, glaube ich, wird dieser Markusplatz nie wiedersehen. Ich konnte sogar meine GoPro hier auf den Boden stellen und einfach mal eine kurze Videosequenz machen. Stellt euch das mal vor, zu normalen Bedingungen. Wäre nicht gegangen. Ja, lauter kranke Gebäude und ich könnte ja bei jedem Gebäude stehen bleiben und es mir eine Stunde lang anschauen, weil ich es so faszinierend finde. Diese Geschichte, die da in diesen Mauern, in diesen Bauwerken drin ist und dass dann da auch noch Menschen leben, also dass es nicht einfach ein Museum ist hinter Glas, dass man sich anschauen kann, wie man früher gelebt hat, sondern man lebt dort quasi so ein bisschen, wie die Leute früher gelebt haben. Man sieht zum Teil das Gleiche wie das, was irgendein Glasbläser vor 300 Jahren da gesehen hat, und das finde ich so toll an diesen ganzen italienischen Städten, da, wo man immer einen Kompromiss eingehen muss, denke ich mal, als Städteplaner oder halt einfach als, ja, als Stadt, als Kommune. Man will zum einen die alte Bausubstanz erhalten, zum anderen will man neue Gebäude auch mal dazu bauen. Und wie macht man das Ganze jetzt? Und ja, also das finde ich einfach toll. Lauter kleine schöne Plätze haben wir entdeckt und ich kannte mich in Venedig ja schon ein bisschen aus, weil ich da schon ein paar Mal war. Und habe den Dario, der das erste Mal jetzt in Venedig ist, durchgeführt. Wir sind mit dem Schiff viel rumgefahren, sind viel rumgegangen. Insgesamt, glaube ich, waren es 30 Kilometer oder so, die wir unterwegs waren, den gesamten Tag. Und es war halt einfach sowas von stressfrei, da einen gesamten Tag Zeit zu haben. Richtig toll und absolut empfehlenswert. Wir sind einmal mit dem Boot rüber nach Murano gefahren. Murano ist bekannt für seine Glasbläser oder Glasmanufakturen. Und das war sehr schön, weil es ist ein bisschen anders als in Venedig, denn in Venedig ist schon sehr viel Protz auch da. Und da in Murano war es jetzt eher bescheidene Manufakturen oder Häuser. Alles ein bisschen kleiner, bisschen provinzieller, aber trotzdem halt sehr schön. Ja, ihr seht, Kaffee, Junkfood, alles war da, alles gab's, lecker Süßigkeiten und vor allem ganz links diese Teile, die sind so geil. Oh, ja, da habe ich mir gleich einige gegönnt und viel Pistaziencreme und Eis. Ja, das war im Endeffekt so grob zusammengefasst auch schon unser Tag. Ich lasse euch jetzt noch ein paar Bilder durchlaufen, einfach, dass ihr seht, wie gut es uns gegangen ist. Am Abend haben wir dann noch richtig gut gegessen, aber seht ihr jetzt dann auch noch, die Bilder sind nicht ganz so toll geworden. Aber ihr könnt euch vorstellen, es war sehr, sehr geil. Genau, dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Eindruck verschafft, wie schön es ist, mit
per Pedal quasi nach Venedig so weit in den Süden zu radeln, auch relativ stressfrei. Klar, das ist diese Distanzen, die wir zum Teil gemacht haben, die muss jetzt nicht jeder schaffen, aber und die muss man auch nicht machen und auch nicht machen wollen. Man kann sich auch viel mehr Zeit lassen, aber wir haben es halt jetzt einfach in 3 Tagen gemacht von Salzburg aus und es war einfach genial. Es hat uns so gefallen und vor allem dem Dario hat es richtig gut gefallen. Und Mai, was will man mehr? Was will man mehr? Ein kurzer, kleiner Urlaub, der eine volle Kanne sich erholen lässt. Somit, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann könnt ihr das ja gerne machen. Es werden bestimmt noch 1, 2, 3 coole Videos kommen. Vielleicht gefällt es euch ja. Und wenn ihr auch so eine Tour gemacht habt, vielleicht auch wegen dem Video, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich das höre. Jo, dann macht's es gut, bis bald und ciao, ciao, euer Nico.